Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne so ein paar Dalton-Sets vorstellen, weil, Leute, der Adventskalender ist ausverkauft, es sind zwei neue Sets gelauncht worden und ja, deswegen. Also ich habe einen Code bekommen und zwar SuperClaudi für 20% Rabatt aktuell auf alles bei Dalton und da habe ich jetzt einfach so ein bisschen Inspo für euch und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Folgt mir gerne auf Instagram, da habe ich nämlich so ein bisschen, also ich nehme euch gerade so ein bisschen mit, weil jetzt in diesem Moment, wo ihr das Video schaut, bin ich in Hamburg zusammen mit wundervollen Leuten und ja, da werden nämlich diese zwei Schätze vorgestellt, die jetzt aktuell, wo ich das Video drehe, noch top, top secret sind. Ab jetzt, 12.10. 20 Uhr, sind diese beiden Schätze auch bei Dalton auf der Homepage verfügbar und das Besondere daran ist, dass zwei wundervolle Kolleginnen von mir die Möglichkeit hatten, mit Dalton zusammen eine Box rauszubringen und die möchte ich euch gerne vorstellen. Ja, das ist einmal die wundervolle Mösi, auch bekannt als Simone, Pink Persian Unicorn, die ist vor allem auf Instagram sehr, sehr aktiv, eine so herzensgute, wundervolle Frau, die man einfach nur lieb haben muss. Also sie ist ein richtiger Herzensmensch und ich bin sehr happy, dass sie einfach die Möglichkeit hatte, ja, und ihre eigene Box zusammen mit Dalton kreiert hat. Es ist so schön. Theoretisch könnt ihr, wenn ihr möchtet, natürlich auch diese Lady ausschneiden. Aber ich finde die Box an und für sich einfach wunderschön. Die hat einen Wert von 106 Euro und mit meinem Code Single vor allem, nein, super Claudi, bekommt ihr dieses Schätzelein für 80 Euro. Sie hat hier ihre 5 Favoriten reingepackt und hier haben wir auch ein bisschen dekorative Kosmetik drin. Das finde ich ganz spannend, muss ich sagen, denn im Adventskalender hatten wir dieses Jahr nicht die BB-Cream drin, die hatten wir sonst immer drin enthalten. Die ist jetzt hier in ihrer Box in der Originalgröße und ja, 50 Milliliter sind hier drin. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen eben genau diese Farbe und genau dieses Produkt lieben. Ich werde es mal wieder ausprobieren. Ich hatte das ja in der hellsten oder in der helleren Farbe immer. Das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, aber da die jetzt nicht so eine mega starke Deckkraft hat, können wir mal gucken. Vielleicht passt sie mir jetzt ja doch ein bisschen besser. Dann habe ich hier was drin, was ich richtig nice finde. Das Produkt ist nämlich auch relativ neu und das habe ich im Laufe der Zeit, halt, ich habe es ja schon komplett leer gemacht, ne? Aber mit der Erklärung, die ich halt auch dazu bekommen habe, so hart lieben gelernt. Das ist die Slow Aging Retinol Cream von der Ocean Elements Reihe, Mensch. Das ist ja die neue Linie, die Dalton auch ins Leben gerufen hat. Da geht es viel um die Heranführung an diese Wirkstoffe. Ne? Also das Ganze ist halt relativ mild, das ist nicht super hochkonzentriert, sodass man die halt auch super im Sommer abends verwenden konnte. Natürlich, morgens Lichtschutzfaktor ist ein absolutes Muss. Ne? Und ja, das fand ich richtig geil. Vor allem einfach etwas für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Bock haben, das Retinolserum in Kombination mit einer Creme zu verwenden. Da hat man hier schon mal so einen kleinen Einstieg. Es ist ein 2-in-1 Produkt, ja mehr oder weniger, aber mit einer etwas milderen Formulierung. Und ich habe sie sehr, 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 sehr lieb und freue mich jetzt einfach darüber, dass ich jetzt wieder ein Backup habe. Und Retinol ist ja auch wirklich der Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Und die Produkte, die hier drin sind, die passen sowieso total zu Mösi, muss ich wirklich sagen. Etwas, womit sie auch so ein kleines Augenzwinkern, glaube ich, mitgibt, weil ich meine, dass fast, also viele, dass ein Großteil der Menschen, die das Produkt so gehört haben, sich noch nicht so ganz dran trauen. Aber sie feiert es halt total. Das ist dieses Acelain-Serum, ne? Das ist in der Reisegröße hier drin enthalten. Und das ist halt etwas, da musst du halt genau das haben, wovon Mösi einfach richtig viel hat, und zwar Mut. Du musst da einfach durch. Das sind 4 Wochen, wo deine Haut sich einfach komplett durchreinigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich schon von vielen gehört, die es einfach dann auch verwendet haben. Und genau, dann hat man halt einfach, dass die Haut so ein Reset macht. Also alles, was irgendwo hier unten unter der Haut schlummert, kommt raus. Und das werde ich nach der Adventskalenderzeit auch definitiv endlich mal in Anwendung nehmen. Und danach ist deine Haut aber wunderschön. Und deswegen passt es so gut in ihre Box. Ich bin irgendwie echt, ich bin schon glücklich mit dem Inhalt und finde einfach halt auch diese Verbindung zu ihr absolut mit dieser Box, ne? Die beiden, die mussten auch mit rein. Ich weiß, dass sie die liebt und ich liebe sie genauso. Das sind einmal die Hydrogel-Augenpads, die Lifting-Augenpads. Ich finde, das ist so eins der Produkte, die Dalton im Sortiment hat, du hast dann halt direkt diesen Soforteffekt. Das sind richtig krass tolle Bügeleisen, die du am besten morgens aus dem Kühlschrank nimmst, die unter die Augen packst und danach
es sieht fantastisch aus, ne? Also es ist natürlich jetzt nicht invasiv, sage ich mal. Also das ist halt dann immer wirklich nur für ein, zwei Tage. Aber du hast dann wirklich einen schönen Soforteffekt, was du halt perfekt für ein Event auch gut verwenden kannst. Große Empfehlung und richtig geil, dass es hier mit drin ist. Genauso die Hydrolift Express Mask, die ist einfach fantastisch. Was hier auch mit der Vorteil ist, ist nicht nur die Wirkung, die unglaublich gute Wirkung, die diese Maske mit sich bringt, diese Feuchtigkeitsspendung, ne? Und diesen Lifting-Effekt, sondern auch, dass du die bis zu dreimal verwenden kannst. Also ich mache das auch wirklich so. Ich habe das damals von Melly mal gehört und seitdem mache ich das auch immer wieder. Du hast hier so viel Serum drin und dann faltest du halt, nachdem du die Maske angewendet hast, sie wieder zusammen, packst sie wieder rein, machst das einmal so umklappen, ne? Bobbypin oder was auch immer, eine Haarspange oben dran, dass hier halt die Flüssigkeit nicht verdampft und dann am nächsten Tag nochmal verwenden. Und je nachdem, wie sehr deine Haut feuchtigkeitsbedürftig war und das Ganze schon aufgesogen hat, kann man das theoretisch auch nochmal ein drittes Mal verwenden. Und ich verwende sie halt, wenn ich eine intakte Hautbarriere habe, dann bis zu dreimal. Wenn ich etwas habe, wie jetzt aktuell zum Beispiel, wo ich hier Unreinheiten bekomme, dann oder habe, dann kann ich das halt nicht noch zwei, dreimal verwenden. Und ja, es ist eine fantastische Maske und ich bin super happy mit dieser Box. Also, dass Müsli so eine Box rausbringt, hätte ich mir schon gedacht. Also, dass es, ne, diese Konstellationen gibt, weil es einfach zu ihr passt. Ein freches Produkt, ein Slow-Aging-Produkt. Unsere Make-up-Maus packt natürlich ein Make-up mit rein und dann natürlich die beiden Schätze, die einfach nicht fehlen dürfen in so einer Box. Also Chapeau, das ist eine richtig geile Box, die sie herausgebracht hat. Und wie gesagt, mit Super Claudi könnt ihr auf diese Schätzelein 20% sparen und habt damit halt echt von einer herzensguten Lady eine herzensgeile Box. Und natürlich werden sowohl Mösi als auch Monique in der Infobox verlinkt, denn von Monique habe ich hier die zweite Box. Und das ist eine Frau. Wenn du sie auf Instagram auch erlebst, die hat unfassbar geilen Humor. Also wenn die Frau lacht, du lachst direkt mit. Ja, definitiv hat man sie hier auch sehr, sehr gut getroffen. Und da sieht man nämlich auch, das ist einfach eine Powerfrau, eine absolute Powerfrau auf dieser Box. Diese Produkte sind tatsächlich wundervoll, aber für meine super trockene und super sensible Haut nicht hundertprozentig ein Perfect Match. Aber hier habe ich eine Maske drin, die Pink Splash Moisturizing Mask, die ich auf jeden Fall für abends empfehlen würde oder für morgens, wenn ihr jetzt nicht unbedingt danach Make-up verwenden möchtet, weil die funktioniert nicht ganz so gut unter Make-up, ne? Die spendet Feuchtigkeit, die ist super, super angenehm und du siehst aus wie Barbie mit einem pinken Gesicht halt quasi, weil das ist eine richtig schöne pinke Maske. Das passt zu ihr. Also ich kann mir auf jeden Fall ihr Gesicht vorstellen, als sie die Box konzipiert hat und sich kaputt gelacht hat, dass jede, die diese Box dann auch entsprechend bestellen wird, dann in dem Moment an sie denken wird, wenn die halt mit ihrem pinken Gesicht in den Spiegel schaut und sich selber über sich selber kaputt lachen kann. Es passt. Auch Monique hat tatsächlich diese wundervollen Augenpads mit reingepackt, was ich einfach sehr, sehr nachvollziehen kann. Es sind die besten Augenpads, die es gibt. Es ist einfach so, ne? Also es gibt viele Augenpads auf dem Markt und das sind die besten, die ich hier getestet habe. Und deswegen kann ich das einfach nur absolut unterschreiben. Eine Creme hat sie hier mit reingegeben, die habe ich auch schon aufgebraucht und da gibt es einen kleinen Pro-Tipp auch von mir. Bei dieser Creme hätte ich tatsächlich auch eher vermutet, dass Mösi die mit reinpackt, weil Mösi hatte, als wir dieses Jahr auf Kreta waren, einen fürchterlichen Sonnenbrand, weil sie irgendwie sie ist eingepennt. So ein typischer Mösi-Move echt. Und da dumm, ne? Und das ist halt mit Hydroalga Moisturizer, das ist mit Algen. Und das ist ein Produkt, was halt auch super funktioniert, wenn du einen Sonnenbrand hast. Genauso auch die Maske aus dieser Ocean Elements-Reihe übrigens, ne? Naja, auf jeden Fall ist es die Deep Hydration Maske, ach Quatsch, der Deep Hydration Moisturizer reden. Und da sind 75 Milliliter drin, da hast du richtig lange von. Für mich eher ein Produkt, was ich morgens anwende, weil das einfach für abends nicht diese Reichhaltigkeit für mich hätte. Denn ich habe halt nicht nur eine feuchtigkeitsarme, sondern auch eine fettarme Haut. Da kann ich einfach sehr, sehr viel von diesem ganzen Kapitis gebrauchen. Und ist aber eine wundervolle Creme, ne? Und das passt halt auch richtig gut zu Monique, denn sie möchte es halt simpel, schnell, zack, gib ihm. Das ist schon so ein bisschen Monique, ne? Dann habe ich hier auch von ihr in der Box den Triple Hyaluronic Boost. Das ist tatsächlich ein High Concentrate, was ich jeder Haut, jeder Person empfehlen würde. Feuchtigkeit braucht theoretisch jede Haut. Und das kannst du halt selber für dich dosieren, inwiefern du halt diese Feuchtigkeit in deiner Haut drin haben möchtest. Und ich kann dieses Produkt halt auch super mit allen anderen High Concentrates so kombinieren, ne? Und das finde ich richtig geil. Super Produkt, super Idee, das auch mit in die Box zu packen. Und last but not least haben wir hier ein glättendes Augengel in der Originalgröße drin, was natürlich fantastisch ist. Für mich leider zu wenig, ne? Also ich persönlich würde mir darüber tatsächlich nochmal eine Feuchtigkeitscreme für die Augenpartie auftragen.
aber ich weiß, wie sehr sie das schätzt, liebt und großartig findet, denn das hat sie schon sehr, sehr häufig auf diversen Events immer wieder dann auch gesagt und das habe ich auch schon öfters bei ihr gesehen, deswegen passt es einfach, ne? Also, dass sie ihre Favoriten reingepackt hat, das ist halt wirklich feuchtigkeitsspendend. Du hast ja auch einen wirklich leichten Glättungseffekt oder schon einen guten Glättungseffekt mit dabei, aber für mich persönlich fehlte halt einfach diese Reichhaltigkeit, die ich bei Augencremes halt theoretisch bräuchte, ne? Deswegen. Aber es ist wundervoll, wenn man halt einfach eine nicht ganz so trockene Augenpartie hat und einfach nur so eine leichte Glättung haben möchte. Deswegen, auch das eine fantastische Box und auch da ein Wert von 106 Euro und mit meinem Code könnt ihr die für 80 Euro bekommen. Mega Empfehlung, alle beide. Das ist richtig toll, das, was die beiden schon wieder auf die Beine gestellt haben. Das sind so unsere sehr, sehr Kreativen bei uns in der Gang, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich habe hier aber noch zwei weitere Sets rausgesucht, die ich euch einfach mal vorstellen möchte. Ihr findet bei Dalton einige Sets, ne? Wenn ihr da einfach nach den Sets schaut, ich verlinke euch das mal in der Infobox, dass ihr da einfach auch direkt hinfindet, wenn ihr möchtet. Genau, da habe ich mir einmal rausgesucht, dieses Sensitive Skin Set. Oh Leute, viele von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie das auf meine Empfehlung nachgekauft haben, weil das ist halt wirklich das Starter-Set, was ich jedem Sensibelchen unter uns empfehlen möchte. Sei es, dass man Neurodermitis-Haut hat, dass man generell einfach eine normal sensible Haut hat, dass man, keine Ahnung, auch Rosacea-Haut würde ich das empfehlen. Oder wenn man halt einfach sagt, Mensch, meine Haut reagiert auf alles Mögliche, kommt mit gar nichts klar. Kannst du mir irgendwas empfehlen, was ich halt einfach als Pflege verwenden kann, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil da hast du halt wirklich diese Wirkstoffe wie Panthenol und so weiter drin, was die Haut wirklich beruhigt, ne? Das ist ein Set, was normalerweise 59,90 Euro kostet und einen Wert von 75,79 Euro hat ungefähr, ne? Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn ihr das mit meinem Code verwendet, ne? Super Claudi, 47,92 Euro. Also da habt ihr schon einen mega krassen Preisvorteil. Und hier ist auch noch fast alles drin, was da ursprünglich mal drin war. Beziehungsweise eins musste ich reinpacken. Das habe ich eben leer gemacht tatsächlich. Denn das ist hier die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Die finde ich fantastisch. Die zeige ich euch immer wieder. Ne? Das ist so die Creme für mich von Dalton, weil ich die halt tatsächlich auch nicht nur im Gesicht anwende, sondern auch als Rasurcreme oder als nach der Rasurcreme im Intimbereich. Da habe ich die super gerne in Anwendung. Es ist fantastisch. Ich kann es nicht anders sagen. Es haben mir schon so viele auch das Feedback gegeben, dass sie die halt jetzt auch immer wieder nach der Rasur verwenden und seitdem einfach alles perfekt ist. Naja, ich habe sie halt zweckentfremdet. Sie ist eigentlich fürs Gesicht gedacht und dafür ist sie auch sehr, sehr perfekt. Eben dadurch, dass sie keine Parfümstoffe beinhaltet, dadurch, dass sie sehr, sehr mild formuliert ist und einfach die Haut sehr schön regeneriert und pflegt. Also absolutes geiles Teil, was man sich natürlich auch solo angucken kann. Aber in diesem Set ist sie halt unschlagbar günstig, muss man wirklich mal so sagen. Danach würde ich persönlich empfehlen, davor, diesen Triple Ceramide Booster zu verwenden, das Triple Ceramide Serum. Das ist hier einmal drin enthalten mit 10 Millilitern, das ist in der Reisegröße, dass man es halt einfach mal so für sich anschauen kann, verwende ich aktuell auch. Weil ihr seht, ich habe ja eine unruhige Haut gerade, sehr intensiv, weil gerade so ein bisschen mein Eisprung am Start ist und dann sind die Hormone halt im Gange, ne? Und dann sieht das Ganze irgendwann so aus. Naja, und das ist ein fantastisches Serum. Das ist recht dickflüssig, man sieht es ja auch, ne? Das ist eher milchiger unterwegs, aber es ist so ein geniales Produkt. Es wird eure Haut halt wirklich ändern. Das ist einfach so, wenn ihr eine sensible Haut habt, verwendet das einfach mal. Auch hier keine Parfümstoffe, die ist das Ananas drin. Ich glaube, das haben wir generell in diesen Triples, in den High Concentrates nicht, ne? Wundervoll. Also ganz, ganz empfehlenswert. Dazu in Kombi gibt es dann halt auch noch die Möglichkeit, diese Augencreme zu verwenden, auch in der Originalgröße. Das ist einfach die aus der Sensitive Care Reihe. Die ist relativ milchig, also die ist sehr dünnflüssig, aber sie ist jetzt kein Gel, sondern es ist wirklich schon eine kleine Creme. Eine kleine Creme vor allem. Es ist eine Creme, die sehr, sehr genial ist. Ich verwende die morgens ganz gerne, weil mir am Abend das einfach von der Reichhaltigkeit nicht genug wäre. Da würde ich die Soja Repair nehmen, ne? Oder nehme ich aktuell auch. Und das gebe ich mir dann leicht unter die Augen. Du kannst es theoretisch auch als Augenmaske verwenden, wenn du möchtest und es einfach so in der Zeit einwirken lassen, während du dir die Zähne putzt, deine Pinsel wäscht, keine Ahnung, deine Füße wäscht, keine Ahnung, ne? Da auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von meiner Warte und es war hier auch noch ein kleines Pröbchen mit dabei und zwar von dieser Creme in der Rich-Variante mit 3 Millilitern. Das ist so ein kleines Sachet gewesen, das habe ich aber schon aufgebraucht, dass man einfach gucken kann, möchte ich vielleicht auch nochmal die reichhaltigere Variante ausprobieren. Ich persönlich bin halt ein absoluter Fan von der Medium-Variante, das ist halt volle Elements und wie gesagt, dieses Set
inklusive der neuen Tasche, die es halt so gibt, ne, bekommt man jetzt in diesem Moment für 47,92 Euro, dass man da einfach auch mal die Produkte kennenlernen kann und gegebenenfalls halt auch verstehen kann, warum ich so darauf abfahre. Finde ich ziemlich empfehlenswert. Wenn man aber sagt, Mensch, komm, der Adventskalender ist ausverkauft, ich hätte gerne eine Alternative, kann ich euch empfehlen, euch selber einen Adventskalender zusammenzustellen und oder der Person, der ihr den schenken möchtet. Also ich persönlich würde euch dann dieses Set hier empfehlen. Das ist nämlich das Starter-Kit von Dalton. Das nennt sich das Bestseller-Starter-Kit. Kostet normalerweise 149,90 Euro. Wir haben einen Wert von 221,47 Euro. Und mit meinem Code bekommt ihr das aktuell für 119,92 Euro, was ja ungefähr das ist, was man dann ja auch für den Adventskalender bezahlt hätte. Du hast aber hier keine kompletten 24 Produkte drin. Das sei halt dabei gesagt. Das heißt, den Rest würde ich dann irgendwie mit Süßigkeiten oder so auffüllen. Das ist halt wirklich sehr, sehr prall gefüllt. Ne? Da ist richtig, richtig viel drin. Da haben wir halt auch die dunkle Variante von dieser wunderschönen Tasche. Und die sind klasse dieses Mal. Echt noch klasser als vorher, weil du hast hier auch Innentaschen drin. Also insgesamt drei Stück. Eine größere und zwei kleine, ne? Wo man dann nochmal was drin aufbewahren kann. Und hier geht halt die Party richtig ab. Du hast ja auch ein Booklet mit dabei. Das war bei dem anderen natürlich auch der Fall, dass man da halt ein bisschen Informationen noch zubekommt. So, vielleicht so als Idee, wenn ihr zum Beispiel hier auch die Ampullen drin habt, dass ihr den Ampullensprüher auch mitbestellt, weil dann könnt ihr euch die Ampullen auch auf mehrere Anwendungen easy aufteilen. Nicht nur, dass das dann besser dosierbar ist, sondern auch dadurch, dass ihr das in den Ampullensprüher reinmacht, habt ihr dann ja auch quasi die Ampulle verschlossen. Ne? Dann hält die euch einfach ein bisschen länger und so eine Ampulle kannst du ja locker auf 2, 3 Anwendungen auch aufteilen. Das nur am Rande mal so erwähnt. Hier haben wir nämlich so ein kleines Ampullenset. Wie gesagt, wenn ich das in einen Adventskalender packen würde, würde ich das halt dann auf 3 Kläppchen oder so aufteilen. Und da sind 3 großartige Ampullen drin. Wir haben auf jeden Fall meinen absoluten Favoriten mit dabei. Das ist die Caviar Deluxe. Ampullen verwende ich anstelle von Seren zum Beispiel. Ne? Die sind viel, viel höher dosiert und geben der Haut halt noch mehr, als wenn du in Anführungsstrichen nur ein reguläres Serum dann verwenden würdest. Die Caviar Deluxe verwende ich dann ganz gerne so vor einem Event oder wenn ich einfach möchte, dass meine Haut wunderschön aussieht und ich einfach da Bock drauf habe. Und wie gesagt, die auf 2, 3 Anwendungen aufgeteilt. Ziemlich hochpreisig. Dann haben wir auch noch den Klassiker mit dabei, die Hyaluronic Urea. Das ist die feuchtigkeitsspendende Ampulle, auch mit Hyaluronsäure und mit Urea, also hautberuhigend und hautfeuchtigkeitsspendend mit am Start. Und dann haben wir hier noch die No Filter Needle, die man halt auch super verwenden könnte, theoretisch als Make-up-Base, ne? Weil die halt auch wirklich ein ebenmäßiges Hautbild macht und ja auch einfach ein perfektioniertes Hautbild gibt. Man könnte sich natürlich auch, wenn man alle Ampullen komplett verwendet, ne, und nicht halt aufteilen möchte auf 2, 3 Anwendungen, super schön einarbeiten mit einem Gouache-Haarstein oder mit den Fingern einmassieren, wie ihr möchtet. Ne? Aber das wäre halt nur so eine kleine Empfehlung für einen kleinen Homespa. Und ich finde es cool, dass die hier halt auch wirklich mehrere Ampullen reingepackt haben, denn ich liebe die Ampullen von Dalton. Die sind sehr, sehr gut. Hier drin finden wir auch dieses glättende Augengel. Ne? Das ist halt eigentlich ein Produkt, weiß ich nicht. Super viele stehen da tierisch drauf, das weiß ich wohl. Aber ich bin halt jemand, ich mag es sehr, sehr reichhaltig um meine Augen drumherum. Das heißt, das hier ist, wenn überhaupt, etwas für den Sommer morgens für mich. Alles andere ist dann halt tatsächlich zu leicht. Aber schön ist es auf jeden Fall, ne? Genau. Dann haben wir hier als absolutes Highlight mit dabei. Und theoretisch hast du für den Preis, ne, du hast die beiden Produkte gekauft und den Rest hast du theoretisch für Ume mit dabei. Hier hast du nämlich auch, ne, Full Size von der Hyaluronic Urea. Das ist noch die alte Verpackung. Mittlerweile gibt es die ja im Refill-System. Da sind 50 Milliliter drin. Ich habe die aktuell auch abends in Anwendung und ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich quasi dann so meine Pflege umstelle von Sommerpflege auf Winterpflege und dann halt abends mir dieses Schätzelein einfach gönne. Die ist fantastisch. Die fühlt, also die macht nicht dieses speckige Gefühl von der Haut, finde ich, aber spendet irre gut Feuchtigkeit und Reichhaltigkeit für meine Haut. Ich fühle mich damit richtig wohl und morgens, wenn ich dann aufwache, fühle ich mich einfach noch schöner. Und die ist toll. Die ist wirklich gut. Es gibt ja auch eine Light-Variante. Die ist dann vor allem für den Sommer geeignet oder für morgens oder so, ne? Aber die hier, das ist so ein richtig geiles Produkt und das ist so cool, dass es hier mit drin ist. Hier haben wir sogar 2 High Concentrates drin enthalten, den Triple Hyaluronic Booster, da habe ich euch ja eben schon was zu erzählt. Fantastisches Produkt, ist wirklich ein absolutes Allrounder-Produkt. Und dann haben wir auch in der Reisegröße das Niacinamide Serum mit drin. Das sorgt halt für eine ebenmäßige Haut, dadurch, dass es so Pigmentflecken und Pickelmale so ein bisschen zurücknimmt und einfach alles ebenmäßiger aussieht. Und ich
finde es auch sehr, sehr schön und richtig geil, dass es hier mit drin ist. Das würde ich eher auch abends empfehlen, das Hyaluronsäure-Serum, entweder damit in Kombination oder das dann halt morgens, ne? Richtig geil. Dann haben wir hier noch zwei Schätze drin, die in einer kleinen Tubengröße daherkommen. Das ist einmal die Magical Effect klärende Schönheitsmaske in der Reisegröße mit 15 Millilitern. Ich habe gesehen, die gibt es gar nicht mehr so im Shop leider. Ich habe es sonst so oft empfohlen, dass man sich das mal in einer kleinen Größe anschaut. Die habe ich auch aktuell sonntags immer in Anwendung. Ihr seht das Video. Samstags, genau. Und ich finde die sehr, sehr angenehm, weil sie wirklich diesen Klärungseffekt mit dabei hat, aber sie macht die Haut nicht so quietschig. Ne? Sie hat auch gleichzeitig durch den Kampfer oder so, was da mit dabei ist, diese leicht kühlende Wirkung. Sie wirkt aber entzündungshemmend und sie ist einfach so, so wohltuend und innerhalb von 5 Minuten oder so easy peasy. Also eine sehr, sehr coole Maske und ich feiere es, dass die hier diese Maske mit reingepackt haben. Vor allem morgens verwende ich die ganz gerne. Dann haben wir hier das Extreme Lift Marine Filler Antifalten Serum, auch in der Reisegröße mit 10 Millilitern drin. Die Extreme Lift Reihe, Leute. Das ist so eine Hassliebe zwischen mir und den Produkten. Die mag ich einfach vom Geruch her nicht so gerne. Ich finde auch, dass sie sich auf meinem Gesicht ein bisschen abrollen. Das vertrage ich dann einfach, ne, also vertrage ich schon, aber die rollen sich halt ab. Das heißt, ich kann sowas eigentlich eher abends verwenden. Ich kann es nicht unter Make-up anwenden, aber die machen einen Effekt. Oh mein Gott, also das ist unglaublich gut. Da ist, glaube ich, irgendwie sowas wie natürliches Botox oder sowas mit drin. Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn und deswegen ist es geil, dass es hier mit drin ist, dann kann man das auf jeden Fall mal für sich ausprobieren. Die Reihe ist nämlich relativ hochpreisig und dann ist es immer schön, wenn man hier einfach die Möglichkeit hat, das für kleineres Geld einfach mal so ausprobieren zu können. Ein bisschen was haben wir hier noch drin. Zum einen diese fantastische Hydrolift Express Maske. Ach, großartiges Produkt, absolute Empfehlung. Mein kleiner Saugnapf, ne? Alltime Favorite, richtig cool, dass es drin ist. Und dann haben wir hier zwei Sachets von dem Peeling mit dabei. Das ist das Enzympeeling. Also ich finde es ganz ulkig. Ihr habt euch da im Mai, glaube ich, darüber beschwert, dass es halt in der neuen Verpackung rauskam. Und das kam dann ja quasi in dieser, oder kommt ist ja in dieser Glasverpackung jetzt verfügbar, ne? Wo du auch ganz, ganz viel Produkt drin hast und dir das dann halt selber dosieren kannst. Da weiß ich noch, da haben mir im Mai ganz viele geschrieben, ach schade, ich hätte gerne wieder diese Sticks wieder. Dann waren die im Adventskalender und dann haben mir einige geschrieben, hä, das ist doch voll die Probegröße. Leute, damals waren da, ich glaube, 8 Stück von in einem Kartönchen immer drin. Die kann man sich aufteilen auf 2 bis 3 Anwendungen, auch hier mal wieder, ne? Und die sind halt super reisefreundlich. Und ich mag sie nach wie vor sehr, sehr gerne. Freue mich immer, wenn ich die halt in Sets oder wie auch immer mit dabei habe. Aber das war halt damals die normale Darreichungsform. Das ist halt so. Und ja, viele haben sie vermisst. Viele haben sich auch deswegen extra damals noch die Sets gekauft. Das weiß ich auch noch. Und ja, hier haben wir in diesem Set 2 Stück davon drin. Das sind im Prinzip dann ja quasi bis zu 6 Anwendungen. Theoretisch, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Weil 3 mal 2 ist 6. Und ich finde es fantastisch. Also dieses Starter-Kit ist auch immer so das, was ich als Empfehlung für diese Dalton-Neuanfänger empfehle oder rausgebe. Wenn man sagt, Mensch, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, welche Produkte oder welche Linien mir so gefallen, ich habe eigentlich eine relativ unproblematische Haut, dann kann man sich dieses Set mal angucken, weil man da einfach sehr viele verschiedene Sachen so mit dabei hat, auch aus verschiedenen Kategorien. Ja, es ist eins der teuersten Sets, wenn nicht sogar das teuerste Set, was es dort gibt. Aber wie gesagt, mit meinem Code für 119,72 € oder was habe ich gesagt, 92, ist es wirklich ja ungefähr um die Hälfte günstiger als das, was man ja normalerweise bezahlen würde. Also von daher finde ich das wirklich angebracht. Und wenn man das halt selber für einen Adventskalender sich selber macht oder für jemanden zum Verschenken, wie gesagt, kann man einfach die anderen leeren Kläppchen mit Schoki oder mit kleinen Gutschein oder mit was auch immer entsprechend auffüllen. Das wäre so klein, meine kleine Idee an dieser Stelle. Und ihr Lieben, ja, so viel dazu. Ich wollte euch einfach an dieser Stelle informieren, dass es 2 neue Sets gibt, dann noch 2 Favoritensets von mir vorstellen und dass ich gerade den Code SuperClaudi habe, womit ihr dann auch 20% gerade auf alles, aber ich glaube nicht auf die Geschenkkarten sparen könnt, ne? Und da ist natürlich alles in der Infobox verlinkt. Begleitet mich gerne auf Instagram, es folgt aber definitiv auch noch ein Vlog von meiner Warte aus, aber auch von Melli und von Amelie kommt ein Vlog. Seid darauf gespannt und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!